Hallo, willkommen zu Täglich Mama. Heute nehme ich euch mal mit in unser Badezimmer. Hier war ich nämlich die letzten Wochen ganz fleißig am Umräumen. Wie ihr wisst, sind wir hier 5 Personen. Mein Mann, meine 3 Kinder und ich. Das heißt, wir haben auch alles 5-mal. 5 Handtücher, 5 Zahnbürsten und so weiter. Die Kinder haben natürlich auch Badespielzeug, sie baden auch ganz gerne und da musste dringend ein bisschen Ordnung rein. Ich wollte das Ganze auch ein bisschen kindgerechter, also so, dass die Kinder auch an alles alleine rankommen, aber das Ganze trotzdem aufgeräumt bleibt. Ja, und ich bin mit dem Ergebnis wirklich sehr zufrieden. Würde euch das gerne zeigen, würde euch dazu auch gerne ein paar Produkte zeigen, die ich verwendet habe, die ich euch empfehlen kann, die ein bisschen Ordnung ins Badezimmer bringen. Natürlich gibt es auch ein paar Hacks wieder zum Thema Badezimmer, also bleibt unbedingt dran und viel Spaß mit dem Video. Die schlimmste Unordnung war rund um die Badewanne. Überall lag Badespielzeug rum. Die 2 Körbe, die wir bisher hatten, waren völlig überfüllt. Und die Lösung dafür war ein einfacher Fahrradkorb. Die kriegt man in verschiedenen Größen, die sind total stabil. Und durch die Löcher ringsum ist alles gut belüftet und kann auch nichts schimmeln. Man kann ihn einfach am Badewannenrand hinstellen oder wie ich hier 4 so Haken an der Wand befestigen. Eventuell mit solchen Powerstrips, damit auch nichts runterfällt. Und dann könnt ihr den Korb ganz einfach daran aufhängen und ihr glaubt nicht, wie viel Badespielzeug da hineinpasst. Und es staut sich unten drunter auch kein Wasser, denn das kann man so einfach abwischen. Allgemein kann ich euch empfehlen, macht rund um die Wanne ein paar Haken hin, so lassen sich große Sachen perfekt aufhängen. Und ihr seht das Vorher-Nachher-Ergebnis, ich bin wirklich glücklich damit, endlich Ordnung rund um die Badewanne. Dann wurde auch noch dieser Tisch entfernt, der eigentlich mal dafür gedacht war, dass die Kinder ihre Klamotten drauf ablegen können, aber er wurde durch so ein Hängeteil von der IKEA ersetzt. Dazu haben wir so eine Halterung auch von der IKEA an unseren Schrank geschraubt, daran wird das Ganze dann aufgehängt. Ja, und es ist dann einfach so gedacht, dass jedes Kind sein eigenes Fach hat. Da liegt tagsüber der Schlafanzug drin, den sich die Kinder abends einfach rausnehmen und die Wäsche für den nächsten Tag reinlegen können. Und wichtig, meine Kinder müssen auch durchgucken, was sie nochmal anziehen können. Denn Sachen, die sauber sind, kann man natürlich nochmal anziehen. So spart man sich ganz viel Wäsche. Wir hatten es früher, dass ich die Wäsche gleich für die ganze Woche rausgesucht habe. Pro Kind habe ich da wirklich viel Wäsche zusammenbekommen. So spare ich mir da viel Zeit und für uns ist das auf jeden Fall praktischer. Und weil nebendran noch Platz war, kamen 2 Haken an die Wand. Da lässt sich jetzt nämlich perfekt so eine kleine IKEA-Kiste einhängen. Da kamen jetzt die Windeln rein, die meine Tochter nachts noch braucht. Habt ihr bei euch auch so eine Heizung, an der man die Badetücher drüber hängen kann? Dann kennt ihr das Problem sicherlich auch. Die Kinder gehen einmal kurz ran und schon liegen die Handtücher am Boden. Ständig war ich damit beschäftigt, die Handtücher wieder drüber zu hängen. Jetzt haben wir solche Hakenclips, die man da ganz einfach an die Heizung dran klipsen kann. Daran kann man die Handtücher aufhängen. So kann die Heizung erstens von hinten her noch super wärmen und zweitens halten die Handtücher, denn sie hängen an dem Haken und rutschen nicht so leicht runter. Und wer will, kann auch noch andere Sachen dranhängen. Ein Magnetstreifen an der Innenseite meines Badezimmerschränkchens hält super die ganzen Haarspängelchen von meinen Kindern. Und ein Karabinerhaken sorgt für Ordnung bei den Haargummis, der wurde einfach an einen Haken drangehängt. Ein einfacher Haushaltsgummi über unseren Seifenspender sorgt dafür, dass nicht mehr so viel rauskommt. Zum Händewaschen reicht das trotzdem noch locker aus und ihr spart euch ein paar Euro und ihr schont die Umwelt. Ihr kennt sicher diese Clip-Dinger, mit denen man eigentlich Papier zusammenhalten kann. Die sind ein perfekter Schutz für die Rasierer, damit die Kleinen sich nicht schneiden. Auch mit Hocker kommt unsere Kleinste noch nicht richtig an den Wasserhahn ran. Deswegen habe ich eine alte Shampooflasche genommen, das vordere Teil einmal wie hier gezeigt mit so einem Cuttermesser abgeschnitten, den Boden unten so X-förmig eingeschnitten und auf einer Längsseite wie hier gezeigt so U-förmig ausgeschnitten. Nun könnt ihr die Flasche ganz einfach über den Wasserhahn drüber stülpen und schon ist der Wasserhahn länger und die Kinder tun sich leichter.
Auch für unsere Zahnbürsten, Waschlappen und so weiter sind wir bei IKEA fündig geworden. Eine Stange, die übrigens perfekt mit diesen Powerstrips hält. Und diese Dinger, die eigentlich für die Küche gedacht sind. Jeder noch einen Haken und schon hat jedes Kind sein eigenes Becherchen, wo alles reinkommt, was sie brauchen, um sich fertig zu machen. Also Zahnbürste, Zahnpasta, Haarbürste und so weiter. Und daneben natürlich noch die Waschlappen. Das funktioniert wirklich prima. Die Kinder kommen selbstständig ran, können sich die Zähne putzen. Ich putze natürlich nochmal nach, aber sie können danach alles selber wieder aufräumen und so herrscht zumindest im Badezimmer immer Ordnung. Und weil das nicht nur für die Kinder praktisch ist, habe ich mir auch so ein Becherchen genommen. Da kommt alles rein, was ich früh so brauche, also so für mein Alltags-Make-up und so weiter. Dann habe ich das früh schon gleich griffbereit und muss nicht erst alles her suchen. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwo zu Besuch seid und nicht wisst, welches Handtuch ihr zum Abtrocknen verwenden könnt? Für unsere Gäste habe ich das jetzt einmal markiert mit so einem Dymo Label Writer, ganz einfach ausgedruckt und hingeklebt, so wissen die Gäste gleich, welches Handtuch sie verwenden können. Und falls die Kinder an das Handtuch zum Abtrocknen nicht rankommen, befestigt einfach so einen Schlüsselanhänger zum Ziehen, dann geht's leichter. Und damit auch immer genügend Handtücher da sind, haben wir aus so einem Stein, da kommen normalerweise Weinflaschen rein, mit einer Sprühdose etwas angesprüht, einen einfachen Handtuchhalter gebaut. So habe ich immer Handtücher auf Vorrat und ich finde, das Ganze sieht auch noch gut aus. Und ein IKEA Plastiktütenspender wurde einfach umfunktioniert zum Klorollenhalter. Für 1,49 Euro eine günstige Alternative und es steht nichts am Boden rum. Wenn eure Kinder auch immer zu viel Klopapier abrollen, dann markiert die Menge einfach mit ein Stück Washi-Tape. Dann wissen die Kinder genau, wie viel sie verwenden sollen. Und das war's auch schon. Wie immer findet ihr alle Links zu den Sachen, die ich verwendet habe, in der Infobox. Wenn's euch gefallen hat, schenkt dem Video gern einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!